Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur sechsten Sitzung des Ausschusses für Tourismus. Wir starten unsere beiden Ausschusssitzungen, die wir heute haben, mit einer öffentlichen Anhörung zum Thema Neustart, Perspektiven für den Tourismus, jetzt auch nach der Corona-Zeit. Und ich möchte recht herzlich begrüßen zunächst einmal unsere Sachverständigen, die wir eingeladen haben. Das ist zu einem Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und heute digital zugeschaltet. Guten Tag, Herr Fiebig. Ich begrüße Tim Fuchs, Beigeordneter für Tourismus des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Hallo, Herr Fuchs. Ich begrüße Christian Günther, Geschäftsführer Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, BVCD. Ich grüße Sie. Guten Tag. Norbert Kunz ist auch dabei, Geschäftsführer vom Deutschen Tourismusverband. Melina Strohkirch, Referentin für Touristik, Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen. Hallo, Frau Strohkirch. Und last but not least Guido Zöllig, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Herzlich willkommen. Heute im Deutschen Bundestag an die digital zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Sitzung nochmal der Hinweis, wenn es ihrerseits Wortmeldungen gibt, das im Chat auch anzumelden, dann kriegen wir das hier auch mit. Und meine Damen und Herren, wir haben uns für den Ablauf der heutigen Anhörung auf folgendes Vorgehen verständigt. Unsere Sachverständigen bekommen zu Beginn der Sitzung 3 Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Im Anschluss daran wird es 2 Runden à 2 Minuten mit Fragen unserer Abgeordneten geben, auf die sie dann wiederum jeweils 2 Minuten Zeit haben zu antworten. Und damit kann es dann auch schon losgehen. Und ich möchte, gefolgt meiner Liste, die hier vor mir liegt, gerne Herrn Fiebig das Wort für sein Eingangsstatement geben. Bitte sehr, Herr Fiebig. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Neustart, Perspektiven und Herausforderungen. Dazu will ich gerne in gewohnt und gewünschter Kürze Stellung nehmen. Corona hat die Branche sehr stark gebeutelt. Das wissen wir. Ohne die Hilfestellungen, die Bundesregierung und auch Bundestag hier gewährt haben, wären viele Unternehmen nicht durch diese Krise gekommen. Das ist begünstigt worden eben durch Kredite, durch Überbrückungshilfen und auch die Ausweitung der Kurzarbeit, was dazu geführt hat, dass wir keine besondere Häufung bei Insolvenzen gesehen haben. Wo stehen wir heute im Outgoing-Geschäft? Das ist die Basis des Geschäfts für Reisebüros, Reiseveranstalter und viele touristische Dienstleistungen. Nach Abflauen der Corona-Pandemie im Januar haben wir ab Februar eine sehr erfreuliche Umsatz- und Buchungsentwicklung gesehen. Ganz offensichtlich haben die Deutschen sehr große Lust, jetzt ihren Urlaub wieder zu machen und auch entsprechend zu buchen. Der fürchterliche Krieg in der Ukraine lässt sich hier nicht eindeutig im Buchungsverhalten bisher absehen. Klar absehbar sind allerdings regionale Effekte. Bulgarien, die baltischen Republiken und natürlich auch Russland verzeichnen hier die deutlichsten Umsatzrückgänge oder sogar Totalausfälle. Was wir aber auch sehen, ist, Gruppen- und Studienreisenveranstalter tun sich seit der Ukraine-Krise hier etwas schwerer als das Sun- und Beach-Geschäft. Hier treffen sicherlich die, begründet durch die etwas ältere und vielleicht vorsichtigere Klientel, die das Kundenverhalten hier etwas verändert. Bei dem Bereich der Gruppen- und Studienreisenveranstalter sowie auch die Spezialveranstalter für Osteuropa, die besonders von der Ukraine-Krise betroffen sind, empfehle ich Ihre, meine Damen und Herren, besondere Aufmerksamkeit. Hier muss gegebenenfalls noch einmal spezifisch geholfen werden. Die Buchungseingänge über alles liegen seit Februar jede Woche oberhalb der Entwicklung der Vor-Corona-Krise. Und hier ist nicht eindeutig eine Delle durch die Ukraine erkennbar. Die Kundenwünsche hinsichtlich der gewünschten Destination scheint sich nicht wirklich auch nach der Krise geändert zu haben. Das östliche Mittelmeer mit Griechenland, Türkei und auch Ägypten entwickeln sich gut. 42% der Buchungen gehen ins östliche Mittelmeer.
34% ins westliche Mittelmeer. Auch Fernreisen und Kreuzfahrten nehmen wieder Fahrt auf. Und das liegt daran, dass sukzessive entsprechend auch hier die Einreisebestimmungen geändert werden. Das darf aber nicht davor hinwegtäuschen, dass wir insgesamt noch ungefähr ein Drittel unter den Zahlen von der Vor-Corona-Krise liegen. Also wir haben überhaupt keinen Grund, uns finanziell hier zurückzulegen. Das wird noch ein anspruchsvolles Jahr werden, 2022. Und wir hoffen sehr, dass sich das hier entsprechend im Folgejahr ändert. Die Uhr läuft schon gegen mich. Die Hoffnung ist, dass sich 2023 eben entsprechend dann auf dem Niveau von 2019 entwickelt. Und hierfür ist es eben auch notwendig, dass die Rahmenbedingungen dann stimmen und nicht im Herbst, wenn hier eventuell die Infektionszahlen sich wieder etwas anders entwickeln, wir wieder eine Abstrafung der Reisebranche sehen. Dafür werbe ich, dass wir hier die Erkenntnisse der letzten Krisen entsprechend nutzen, um sehr sensibel auch mit unserer Wirtschaft hier umzugehen und die Planbarkeit zu erhalten. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Fachgespräch Perspektiven für den Tourismus, Neustart. Ich hoffe, dass es nicht nur Neustart sein wird in diesem Jahr, sondern dass wir richtig durchstarten in den touristischen Destinationen in Deutschland, und zwar flächendeckend. Und dementsprechend habe ich mein Statement so ein bisschen unter drei Gesichtspunkten aufgebaut. Zum einen, dass wir das Auseinanderdriften vermeiden müssen, was wir in Deutschland sehen bei den touristischen Destinationen. Zum zweiten, dass wir dem Arbeitskräftemangel begegnen müssen. Und zum dritten, dass wir die Förderbürokratie abbauen müssen, die touristische Perspektiven in den Städten und Gemeinden im Moment behindert. Was meine ich mit Auseinanderdriften vermeiden? Wenn wir mal das letzte Jahr angucken, dann sehen wir, dass wir einige Hotspots haben oder hatten, die sehr, sehr hohe Zuwächse hatten. Obwohl wir im letzten Jahr eigentlich erst so richtig angefangen haben mit dem Tourismus in Deutschland ab April, Mai, als dann in Schleswig-Holstein einige Gebiete geöffnet worden sind und dann in der Folge andere Gebiete. Da hat sich dann sehr stark geknubbelt, auch über den Sommer, in den Herbst hinein. Ich habe vor diesem Gespräch mit dem Bürgermeister von der Ostseeküste geredet. Ich nenne den Namen der Stadt nicht, 8000 Einwohner. Vor der Krise 1,4 Millionen Übernachtungen, letztes Jahr 1,7 Millionen Übernachtungen. 20% Steigerung. Die können sich vor Touristen kaum retten dort. Mit all dem, was da dranhängt, an Infrastrukturproblemen, an Verkehrsproblemen. Und da wir hier beim Bundestag sind, auch im Bereich der Bundesautobahnen. Die Nadelöhre, die es schon vorher gab, die werden noch stärker belastet. Das heißt, es gibt ziemlich große Staus, ziemlich großen Frust bei der Anreise. Im Übrigen auch bei der Deutschen Bahn, wo gerade bei der Anbindung im ländlichen Raum vieles noch im Argen ist. Und das sind ja oftmals viele Destinationen, die man mit den Bahnhöfen nicht so leicht oder nicht so schnell oder nicht so oft erreichen kann. Auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, auseinanderdriften, haben wir Städte und Gemeinden, gerade im ländlichen Raum, die so vom Tagestourismus, vom Bustourismus betroffen sind, wo wir sehr, sehr starke Rückgänge hatten. Und wir halt hoffen, dass wir dieses Jahr nicht diese Rückgänge wieder haben werden. Und vor allen Dingen beim Städtetourismus, also Kulturtourismus, weil der Kulturbereich brach liegt nach wie vor in vielen Städten und Gemeinden, im Veranstaltungsbereich, im Messenbereich. Und da haben wir das große Problem gehabt und haben es nach wie vor, dass die Wirtschaftshilfen, die es da gibt, nicht kommunalen Unternehmen, die ja diese Veranstaltungsorte, diese Messen betreiben, dass die nicht von den Hilfen profitieren können. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung und wir müssen alles daran setzen, dass sich das in der Folge nicht noch weiter verschärft. Und da bin ich beim nächsten Thema. Das ist das Thema Arbeitskräftemangel. Ich rede bewusst nicht von Fachkräftemangel im Tourismus, ich rede von Arbeitskräftemangel. Denn uns fehlt nicht nur der Koch, uns fehlt auch der Kellner. Und uns fehlen einfach die unterstützenden Arbeitsplätze in dem touristischen Bereich. Da müssen wir besser werden. Und das hat vor allen Dingen auch was zu tun mit Infrastruktur, Übernachtungsinfrastruktur. Wenn das nicht attraktiv ist, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Saison untergebracht sind, dann kommen die nicht wieder. Sodass wir da im Bereich der Infrastruktur, also Beherbergung und auch Internetanbindung, alles das, was ein normaler Mensch im normalen Leben auch hat in seinem Zuhause, dass wir da besser werden. Und ich sehe schon, ich bin über die Zeit, deshalb mache ich es ganz schnell. Förderbürokratie, die müssen wir abbauen, und zwar schleunigst. Mir sagen Bürgermeister, dass aus reichen Destinationen, dass sie die gar nicht mehr in Anspruch nehmen, weil wenn sie
das neue Tourismuszentrum versprechen und es dauert so lange, weil Förderzeiträume so lange brauchen, weil der Abgleich von Förderanträgen so lange dauert, dass Sie damit nicht für die Bürgerschaft treten können, wenn das dann erst 3 Jahre später realisiert wird, dann sehen wir, dass da was im Argen ist. Und deshalb finden wir es gut, dass der Koalitionsvertrag an der Stelle vorsieht, dass Förderung vereinfacht, flexibilisiert werden soll, beschleunigt werden soll. Und ich glaube, da müssen wir ran, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Tat in den Gesetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Fuchs. Und ich gebe das Wort Christian Günther vom Bundesverband der Campingwirtschaft. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Liebe Mitglieder des Tourismusausschusses, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die Belange der Camping- und Wohnmobilstellplätze in Deutschland hier zu erörtern. Unserer Branche wird ja medial angedichtet, dass wir der große Gewinner der Corona-Krise sind. Das mag sicherlich richtig sein, dass Individualtourismus und insbesondere der Campingtourismus einen höheren Stellenwert bei den Nachfragern erlangt haben. Aber das war auch vor Corona schon der Fall. Dieser Trend wurde sicherlich hier und da beschleunigt. Aber bei der Analyse unserer Wettbewerbssituation schauen wir nicht nur ins Inland, wir schauen in den europäischen Wettbewerb, weil unsere Gäste extrem mobil sind. Und da sind wir gemessen an den Übernachtungszahlen im Jahr 2021 die einzige Nation in ganz Europa, die es geschafft hat, ein Minus bei den Übernachtungszahlen gegenüber dem ersten Pandemiejahr zu verzeichnen. Das ist einzigartig. Es war ja schon schwierig, den deutschen Gästen zu erklären, in welchem Bundesland welche Regelungen gelten. Versuchen Sie das mal internationalen Gästen zu erklären. Das ist ein definitives Reisehemmnis gewesen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2021 die niedrigste Zahl ausländischer Gästeübernachtungen auf deutschen Campingplätzen in der Geschichte vermerkt wurde. Liebe Mitglieder des Tourismusausschusses, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir erstens bundesweit einheitliche Maßstäbe und Kriterien, wie an diese Krise herangegangen wird. Keine Willkürregelung wie momentan die Hotspot-Regelung. Zweitens nicht weniger, sondern mehr Mittel für die DZT, fürs Auslandsmarketing. Drittens beim Blick auf Beschränkungen für den Tourismus, den Blick ins internationale Geschäft, in die anderen Länder. Denn strenge Restriktionen im Inland bei gleichzeitiger Freizügigkeit im Ausland, das ist das Gegenteil von nationaler Wirtschaftsförderung. Viertens, wir brauchen weiterhin Hilfsmaßnahmen für schwer betroffene Unternehmen. Hierbei gilt es auch, die regionale Brille aufzusetzen und die Bedeutung des jeweiligen Anbieters im Blick zu haben. Und fünftens, das Thema war schon angesprochen, wir brauchen Arbeitskräfte. Das haben wir in unserer Stellungnahme näher erläutert. Ich verweise hier auch gerne auf das Papier des Aktionsbündnisses Tourismusvielfalt, was sich zu diesem Thema umfassend äußert. Um diese dringenden 5 Punkte besser bearbeiten zu können, sind wir auch der Meinung, dass es einen verbesserten Dialog zwischen Politik und Tourismusbranche benötigt. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag eine nationale Plattform Zukunft Tourismus aufgenommen hat. Wir drängen aber bitte darauf, zeitnah in den Dialog mit unserer Branche über diese Dialogplattform zu treten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Günther. Ich gebe das Wort Norbert Kunz vom Deutschen Tourismusverband. Herr Kunz, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Gerade zu diesem wichtigen Thema Neustart des Deutschlandtourismus und des Tourismus insgesamt, der ja jetzt gerade auch überschattet ist vom Ukraine-Krieg in der Ukraine. Und ich stimme dem Bundeswirtschaftsminister in seiner Analyse bei der Öffnung der ITB ausdrücklich zu, als er gesagt hat, es gibt kein besseres Gegengewicht zum Krieg als Tourismus. Und damit hat er recht und darauf möchte ich auch in meinem Impuls eingehen. Meine Vorredner haben die anderen Aspekte des Tourismus ja schon eindringlich auch erläutert. Ich finde, es ist richtig. Ja, Tourismus ist ein wirklich wirtschaftliches Schwergewicht in Deutschland. Und wenn wir uns die Zahlen noch mal kurz angucken vom Statistischen Bundesamt, ich glaube im Dezember letzten Jahres 124 Milliarden Euro Wertschöpfung, 330 Milliarden Euro Ausgaben der Reisenden für touristisch relevante Waren und Dienstleistungen, 4,1 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt im Tourismus tätig sind. Das heißt, jeder 9. Erwerbstätige ist das. Aber Tourismus ist eben noch viel mehr und ist mehr als das Zählen von Übernachtungen und ist mehr als ein reiner Wirtschaftsfaktor. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.
Und das ist der Kern auch meines Impulses, denn damit hatte er recht. Tourismus sorgt bis heute für Bildung, Tourismus sorgt für friedlichen Austausch, für Völkerverständigung, Tourismus fördert Begegnungen zwischen Menschen, Tourismus fördert Kultur, kulturellen Austausch, Tourismus sorgt für Gesundheit und Erholung, Tourismus schafft Lebensqualität überall in Deutschland, sorgt für gleichwertige Lebensverhältnisse, für lebenswerte Städte und Gemeinden. Tourismus hilft strukturschwachen Regionen, stärkt den Zusammenhalt. Tourismus leistet einen Beitrag für Gemeinwohl, für Demokratie und für Frieden. Und ich finde, wir müssen diese Wesensmerkmale des Tourismus noch viel stärker in den Blick nehmen und auch untersuchen als nur den reinen Wirtschaftsfaktor. In den Monaten des Lockdowns haben wir ein Land ohne Tourismus erlebt. Die Menschen konnten sehen, was es bedeutet, wenn Tourismus fehlt. Wir haben erlebt, was es bedeutet, wenn es keine Klassenfahrten gibt, wenn es keine Weihnachtsmärkte gibt, wenn es keine Messen, wenn es keine Großveranstaltungen gibt, keine Busreisen, wenn Theaters, Kinos, Konzerte, Clubs geschlossen sind und wenn der Familienurlaub abgesagt werden muss. Und wir wollen uns deshalb jetzt beim Neustart des Tourismus, sollten wir, das ist unsere feste Überzeugung, auch diesen grundsätzlichen Stellenwert des Tourismus bewusster machen und dort, wo Daten fehlen, auch diese Daten zu diesen Faktoren auch ermitteln. Nochmal, keine Frage, die Herausforderungen des Tourismus sind aktuell enorm. Meine Vorredner sind darauf eingegangen. Steigende Preise für Energie, Mobilität bei Lebensmitteln, Fach- und Arbeitskräftemangel, Investitionsstau in Betrieben, bei der Verkehrsinfrastruktur vor Ort, in den Städten und Gemeinden vor allem auch. Der Rückstand in der Digitalisierung, in Funknetzen, bei schnellem Internet, Herausforderungen im Klimaschutz, im nachhaltigen Qualitätstourismus. Und diese Herausforderungen müssen wir zusammen mit dem großen Gedanken, bei dem es im Tourismus geht, den ich erwähnt habe, gemeinsam untersuchen, voranbringen. Diese Herausforderungen müssen wir uns stellen. Und das ist ja in zwei Punkten jetzt vor allem wichtig, wenn wir an den Haushalt denken, 22, aber auch 23, wenn wir an die nationale Tourismusstrategie denken, die fortgeschrieben werden soll. Und wenn wir insbesondere an den im Rahmen der von der Koalition vereinbarte strategische Plattform Zukunft des Tourismus denken. Darauf freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kunz. Und ich gebe das Wort Frau Strohkirch vom BDO. Ja, vielen Dank, dass ich heute die Chance bekomme, die Belange der Reisebusbranche hier noch einmal allen zu erläutern zu dürfen. Die deutsche mittelständisch geprägte Reisebusbranche ist nach wie vor von den Folgen der Corona-Pandemie eindeutig gebeutelt. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade die gestiegene Reiselust der Gäste eigentlich einen Aufwärtstrend hätte prognostizieren lassen können. Nun ist es so, dass der Reisebus ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Branche hat. Wir sind nicht nur Reiseveranstalter, sondern gleichzeitig auch Verkehrsträger. Als umweltfreundliches motorisiertes Verkehrsmittel sind wir dafür dann auch für die Erreichung der Klimaziele und auch natürlich für die Verkehrswende und den nachhaltigen Tourismus, den wir anstreben, unabdingbar. Aufgrund dieses Alleinstellungsmerkmals sind wir aber leider auch immens von den schweren Folgen des furchtbaren Ukraine-Krieges betroffen. Wie alle hier in diesem Raum wissen, ist die Dieselpreisexplosion eine noch nie dagewesene Preissteigerung. Jegliche Reisepreiskalkulation meiner Busunternehmen ist absolut hinfällig geworden. Auch der Dieselpreisrabatt von 14 Cent pro Liter ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und entspricht gar nicht der teilweise Verdopplung der Dieselpreise, mit denen meine Unternehmen derzeit handhaben müssen. Es gibt mehrere Stellschrauben, die getan werden können oder die benutzt werden können, um meine Unternehmen nun durch diese Zeit zu helfen und auch die Perspektive wieder für die deutsche Reisebusbranche zu ermöglichen. Diese Punkte sind auch alle in den Stellungnahmen zu finden. Ich möchte hier aber auch noch mal betonen, dass bei uns zumindest bereits zu erkennen ist, dass das Buchungsverhalten zurückgeht. Die Gäste buchen weniger, sie sind verunsichert. Ich habe heute erst ein Gespräch mit einer Unternehmerin geführt, die meinte, sie weiß noch nicht mal, ob sie im Juni überhaupt ihre Busse voll bekommt. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Mehrwertsteuer für den internationalen Busreiseverkehr. Deutschland ist derzeit nur eines von drei Staaten in der EU, das überhaupt noch den vollen Mehrwertsteuersatz auf internationalen Busverkehr erhebt. Alle anderen Staaten haben die Mehrwertsteuer entweder komplett gestrichen oder erheben nur noch den geringen Satz von 7%. Das muss jetzt geändert werden. Wir haben es am Beispiel der Bahn gesehen, wenn die Mehrwertsteuer sich senkt, sprich die Kosten für den Verkehrsträger, sinken auch die Preise für den Kunden und es wird wieder mehr mit dem Verkehrsmittel gefahren. Was absolut wichtig ist, wenn wir überhaupt die Verkehrswende in den Zielen, die die Bundesregierung gesetzt hat, überhaupt schaffen wollen.
Ich möchte mich meinen Vorrednern bei allen anderen Punkten auch gerne mit anschließen. Natürlich Fachkräftemangel bzw. bei uns Fahrpersonalmangel ist ein Riesenthema, was ich ebenfalls in der Stellungnahme natürlich auch betitelt habe. Aber all diese Punkte, alles, was meine Vorredner gesagt haben, funktioniert nur, wenn der Dialog, so wie Herr Günther es auch schon angesprochen hat, zwischen Branche und Politik funktioniert. Allein die Tatsache, wie viele unterschiedliche Akteure hier gerade als Vertreter dastehen für die Branche, zeigt ja eigentlich, wie vielfältig die Branche ist. Egal ob es Beförderung, Beherbergung, Gastronomie, Veranstaltungsbranche, Freizeitparks, Wassersport, es sind sehr, sehr viele Teilbereiche, die den Tourismus ja aber auch so spannend machen. Und alle Teilbereiche sind wichtig für das Reisen. Damit wir alle gemeinsam in der Zukunft jetzt wieder eine Perspektive haben, den Tourismus so, wie wir ihn lieben und schätzen und dieses wunderbare Produkt weiter vorantreiben zu können, benötigt es diese angesprochene nationale Tourismusplattform, die im Koalitionsvertrag niedergeschrieben wurde. Und zwar für alle Akteure und nicht nur für Einzelne nach dem Umsatz gerechnet oder wie auch immer. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Strohkirch. Und last but not least gebe ich das Wort Herrn Guido Zöllig, dem Präsident des DEHOGA. Herr Zöllig, bitte sehr. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch von meiner Seite ganz herzliches Dankeschön, dass wir heute in dieser Runde dabei sein dürfen, dass wir unsere Stellungnahme abgeben konnten. Das Gastgewerbe braucht jetzt im Moment für diesen Neustart zunächst einmal vor allem Planbarkeit und ganz verlässliche Perspektiven. Und wir sind der Überzeugung, dass wir jetzt die bestmögliche Vorsorge dafür treffen müssen, dass der kommende Herbst und Winter nicht wieder in einem Desaster von verschiedenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung endet, die dann unsere Branche genauso hart trifft, wie das in den vergangenen 2 Jahren der Fall war. Für den erfolgreichen Neustart des Tourismus und des Gastgewerbes notwendig ist jetzt eine Politik, die die Wettbewerbsfähigkeit und aber auch die Ertragskraft des Gastgewerbes stärkt. Die Pandemie hat riesige Löcher in unsere Bilanzen der Betriebe gerissen. Trotz der Hilfen, die sehr, sehr gut waren, die auch sehr dankbar von uns angenommen werden, sind die Existenzängste weiterhin extrem groß. Rund 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hat unsere Branche verloren. Die 9 Monate Lockdown haben also ganz tiefe Spuren hinterlassen. Was ist aus unserer Sicht aktuell das Wichtigste, was getan werden muss? Von entscheidender Bedeutung ist die Entfristung der Mehrwertsteuersenkung für Speisen in unseren Restaurants und auch die Einbeziehung der Getränke zur Zukunftssicherung, auch eben der getränkegeprägten Gastronomie, die da immer noch am Boden liegt, aktuell, wenn wir an Bars, Diskotheken, Clubs und ähnliche Betriebstypen denken. Zweitens müssen die gastgewerblichen Unternehmen jetzt Unterstützung erfahren, um sich aus diesem Corona-Schock nachhaltig herauskämpfen zu können. Wir brauchen stabile Sozialversicherungsbeiträge, ebenso wie die Sicherstellung von verlässlicher und finanzierbarer Energieversorgung. Um den krisengeplagten Betrieben eine nachhaltige Erholung ermöglichen zu können, braucht es ein Belastungsmoratorium und damit einen Stopp aller neuen Regulierungen im Gastgewerbe. Neue bürokratische Belastungen oder eben auch höhere Steuern wären in der aktuellen Situation absolutes Gift für die Wirtschaft. Drittens, eine der drängendsten Herausforderungen, haben wir heute schon mehrfach hier gehört, ist und bleibt die Sicherung des Arbeitskräftebedarfs. Unsere Betriebe haben seit 2 Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre Mitarbeiter trotz der Corona-Folgen in den Betrieben zu halten. Um die Betriebe in ihrem Engagement zu stärken, bedarf es jetzt wirkungsvoller politischer Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und eine verbesserte Zuwanderung über effektive Prozesse, unbürokratisch und preiswertere Anerkennungsverfahren und erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Personen. Wir erwarten des Weiteren eine echte Offensive für die duale Ausbildung durch Aufwertung, Ausweitung der beruflichen Ausbildung, Durchlässigkeit der Bildungswege und die Investitionen in Bildungseinrichtungen kann das passieren. Und zum Abschluss möchte ich auch den Punkt der Deutschen Zentrale für Tourismus hier noch einmal erwähnen. Wir haben das vorhin schon gehört von Herrn Günther, aber es ist tatsächlich so, das ist das Sprachrohr international. Da vermarktet sich Deutschland international. Wir brauchen diese Gäste und deshalb müssen wir an der Stelle auch eine Erhöhung der Mittel für die DZT vorsehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Zöllig. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben das Wort. Wer möchte beginnen? Herr Zierke, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank,
an die Sachverständigen für die umfangreichen Stellungnahmen. Ich habe drei Fragen. Zum einen an Norbert Kunz, DTV. Welche Fördermaßnahmen sind aus Sicht des DTV geeignet, Investitionen und Innovationen im Tourismus anzustoßen? An den BDO, Frau Strohkirch, habe ich die Frage. Sie haben auf Führerscheinklassen hingewiesen, auch dass man bestimmte Führerscheinklassen die Pflicht von D auf D1 der Weiterbildung runtersetzen möchte. Das müsste man verkehrsrechtlich fragen, aber meine Frage in dem Rahmen ist, der Führerschein ab 18. Also wie sehen Sie eine berufsbegleitende oder sogar eine Berufsausbildung für den Führerschein ab 18 oder vielleicht auch ab 17, dass wir in dem Feld vielleicht mehr Menschen für den Beruf begeistern können, weil bis jetzt, glaube ich, ab 21 Busfahrer. Die letzte Frage richtet sich an Herrn Fiebig vom Deutschen Reisebüro und Reiseveranstalterverband. Welche Perspektiven gibt es für Reisen im Herbst, falls die Zahlen für Corona-Zahlen wieder steigen? Also wie sehen Sie dort die Perspektive? Vielen Dank. Dann ist zuerst Herr Kunz dran, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Zierke. Investition, Innovation, das ist ein riesengroßes Thema im Tourismus. Ich will das vielleicht auf drei Punkte konzentrieren. Zum einen müssen wir das gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen insgesamt in Deutschland in den Blick nehmen. Tourismus ist immer dort besonders aktiv, wo auch Nachholbedarf besteht. Und da ist besonders Tourismus auch gefragt, sowohl im Investitionsbereich, im betrieblichen Bereich als auch im Infrastrukturbereich. Ein Teil dieser Investitionsfördermaßnahmen in diesem gesamtdeutschen Fördersystem ist die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Und da gibt es an mehreren Stellen, denke ich, noch Stellschrauben, wo wir noch besser werden können. Zwei Punkte. Wir haben im letzten Jahr in der Krise gut 850 Millionen Euro vom Bund allein bekommen. Die Länder müssen ja noch mal 850 Millionen Euro drauflegen, weil es ja ein Bund-Länder-Gemeinschaftsprogramm nach dem Grundgesetz ist. Aber der Mittelabruf liegt nur bei ungefähr 600 Millionen Euro. Das heißt, wir merken an dieser Stelle, da gibt es noch Bedarf. Und da müssen wir noch besser werden, dass die Mittel, die für gerade die Regionen, die ja benachteiligt sind in Deutschland, noch besser abfließen und abgerufen werden. Der Tourismus ist ein wichtiger Teil davon. Das Zweite ist das Thema Innovation. Ich werbe sehr intensiv dafür, dass wir wirklich Innovationsförderung im Tourismus jetzt sehr intensiv in dieser Legislaturperiode in den Blick nehmen. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode zweimal das LIFT. Leistungssteigerung im Tourismus, ein Innovationsprogramm. Aber es war im sage und schreibe mit gerade mal 1,5 Millionen Euro ausgestattet, völlig überzeichnet gewesen. Viel mehr Anträge, als überhaupt an Innovationen dort dann auch bewilligt werden konnten. Und man merkt bei den bewilligten Projekten, da ist wirklich viel Substanz drin. Und ich finde, wir müssen aus diesem, ich sage mal, Strohfeuerprogramme bringen nichts, aus diesem Strohfeuerprogramm wirklich ein verlässliches Innovationsprogramm im Tourismus machen. Wenn es im LIFT nicht geht, dann angedockt an ein anderes Innovationsprogramm im Bund. Aber Innovationen im Tourismus sind so enorm wichtig, gerade im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung, dass wir dort verlässliche Rahmenbedingungen auch im Bereich der Innovationsförderung brauchen. Vielen Dank. Frau Strohkirch. Vielen Dank, Herr Zirk, für die Frage. Die Berufsfahrerqualifikation ab 18 ist also von Verbandsseite aus grundsätzlich zu begrüßen. Die deutsche Qualifikation bzw. der Fahrschulunterricht, sowohl der praktische als auch der Theorie, ist hervorragend. Und es würde auch absolut sinnvoll sein, die 18-Jährigen mit einzufangen und versuchen, auch diese zum Busführerschein zu bewegen. Aber das wird nicht die einzige Stellschraube sein, mit der wir diesen Fahrermangel bekämpfen können. Es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass die Berufsfahrerqualifikation in Deutschland bei weitem zu teuer ist. Wenn wir den Vergleich zu Österreich ziehen, die Österreicher sind dreimal so günstig teilweise wie der deutsche Markt. Hinzu kommt, dass es auch nach wie vor immer noch schwierig ist, Personen aus Drittstaaten, die diesen Führerschein oder diese Qualifikation bereits besitzen, dafür in Deutschland einsetzen zu können, weil der Drang ist da. Das merken wir und gerade die Unternehmen merken es auch. Nur es ist so unfassbar schwierig, dass diese Fahrerlaubnis überhaupt
anerkannt wird in Deutschland. Und das sind die Hemmnisse, die müssen erstmal abgebaut werden. Weil wir werden auch einen 18-Jährigen nicht dazu bewegen können, eine Berufsfahrerqualifikation für 18.000 Euro zu machen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Strohkirch. Und der Letzte ist Herr Fiebig, der gefragt wurde. Herr Fiebig, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Zürke, vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe eben ausgeführt, dass 2022 wahrscheinlich uns noch nicht auf ein Niveau bringt von 2019, also vor Corona. Hier hoffen wir sehr noch auf ein Spätbucherverhalten und in 2023 denken wir, dass wir wieder in die alten Umsatzrelationen kommen. Und das wird uns dann ermöglichen, die in der Pandemie entstandenen finanziellen Löcher auch zu stopfen. Was ganz wichtig ist und was uns Sorge bereitet, in der Tat ist, dass wir gerade jetzt im Herbst, und das würde sich dann auch weiter spiegeln im Winter, durch eine gegebenenfalls aufkommende Verschlechterung der Infektionslage hier wieder staatliche Restriktionen sehen. Und darum ist es uns so wichtig, dass man die Erfahrungen, die man in den letzten zwei Jahren hier gesammelt hat, und da ist nicht immer stringent vorgegangen worden, teilweise sehr chaotisch. Ich erinnere an Portugal, was zum Risiko, zum Virusvariantengebiet erklärt wurde und mit Zwangsquarantänen versehen wurde, das nach 8 Tagen wieder aufgehoben wurde. Was ich auch nicht sehen möchte in einer neuen Verschärfung der Infektionslage, dass die Reise als das Übel der Infektion kategorisiert wird und das verbunden wird mit von höchster Stelle auch Aufforderungen auf Reisen noch in jedem Falle zu verzichten. Das war damals nicht sachgerecht und das würde unsere Situation sicherlich 2022 und 2023 noch mal deutlich verschlechtern. Also hier, was es braucht, sind Regelungen, die möglichst auch europaweit dann Gültigkeit haben, die verlässlich sind, sodass die Unternehmen auch eine Planungssicherheit haben. Das ist unser Wunsch an die Politik in einer solchen Situation, hier sehr viel besonderer zu verfahren, mit der Zielsetzung, die Reiseindustrie nicht über Gebühr und unsinnig zu schädigen. Vielen Dank, Herr Fiebig. Und ich gebe Herrn Tippelt das Wort. Bitte sehr. Also vielen herzlichen Dank auch von unserer Seite für Ihre Stellungnahmen, die natürlich deutlich unterstreichen, dass hier auch politische Weichen klug gestellt werden müssen. Ich will gleich in unsere Fragen einsteigen. Die erste an den Herrn Kunz vom Deutschen Tourismusverband. Damit der Neustart ja gelingen kann, müssen Menschen reisen können. Die neue Bundesregierung hat mit ihrer Öffnungsstrategie und den Lockerungen der Corona-Maßnahmen hier nach einer langen Hängepartie notwendige Schritte eingeleitet und umgesetzt. Reisen ohne Mobilität ist nicht denkbar. Das gilt für Fernreisen nicht anders als für Ziele in Deutschland. Zugleich stehen wir vor der Herausforderung, Mobilität klimafreundlich und nachhaltig zu gestalten. Frage: Was wäre Ihr Worst-Case-Szenario in Bezug auf touristische Mobilität? Welche Weichen muss der Bund stellen, um touristische Mobilität im Inland und ins Ausland stellen und erhalten? Die zweite Frage wäre an den Herrn Fuchs, Deutscher Städte- und Gemeindetag. Sie sind in Ihrer Stellungnahme auf die Auswirkungen der Pandemie, insbesondere auf den Städte- und Kulturtourismus, eingegangen. Frage: Welche Rolle kann aus Ihrer Sicht der Kulturtourismus für eine Wiederbelebung spielen und welche Schritte sind aus Ihrer Sicht notwendig, um den Kultur- und Veranstaltungstourismus wiederzubeleben? Herr Kunz, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Tippelt. Zur Frage der Mobilität, die uns wirklich auch insgesamt als Branche in allen Segmenten ja sehr, sehr intensiv befasst. Wir haben zum einen, Sie fragten nach dem Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario, Herr Tippelt, ist natürlich, was uns große Sorgen macht, das Thema Sprit- und Energiepreise. Das ist natürlich insgesamt ein Problem, nicht nur in Deutschland, sondern auch, wenn wir darauf gucken, auf den Incoming-Bereich, wo man vielleicht etwas mehr
Kilometer auch zurücklegen muss, bis man hier ist. Ich sehe aber durchaus hier auch ein Umdenken. Und das will ich auch noch mal sagen, weil wir jetzt im Bereich der Verkehrsinfrastruktur wirklich wichtige Weichenstellungen in Deutschland haben. Wir haben doch aus unserer Sicht ein wirklich deutliches Signal und ein klares Bekenntnis zur Schieneninfrastruktur, dass auch stillgelegte Strecken wieder reaktiviert werden, dass Bereiche, die bisher nicht erreichbar waren, mit dem Zug beispielsweise, auch wieder aktiviert werden. Wir haben einen weiteren Bereich, das ist die Busmobilität. Die sollten wir auch viel stärker in den Blick nehmen. Ich glaube, hoffe, meine Kollegin sieht mir das nach, das Thema, dass ich das gleich mitmache. Wir brauchen in unseren Städten auch Punkte, wo die Busse an zentraler Stelle ankommen und wo eben sozusagen die Schnittstelle zwischen Bus, Bahn und anderen Mobilitätsformen auch besser ist. Ein Busbahnhof vor einem Ort bringt überhaupt nichts, sondern gehört an den Bahnhof. Und ein Punkt, der ist mir auch besonders wichtig, ganz kurz noch, das ist das Thema Mobilität und Vor-Ort-Mobilität und Anreisemobilität innerhalb des Deutschlandtourismus. Wir haben eine Vorstellung. Warum kann man in Deutschland, wenn man eine Gästecard bekommt, warum bekommt man die eigentlich mit dem erst vor Ort, wenn man angekommen ist? Warum ist die Gästecard nicht schon buchbar und beziehbar, wenn man noch am Wohnort ist? Damit man nämlich gleich noch einen höheren Ansatz hat, einen höheren Anreiz hat, gleich mit ÖPNV, mit Bus, mit Bahn sozusagen sein Reiseziel vor Ort zu erreichen. Und da gibt es, Frau Müller, in Mecklenburg-Vorpommern einen sehr guten Ansatz. Ein landesweites Tourismusgesetz beinhaltet mit einer landesweiten ÖPNV-Gästecard. Und ich finde, das ist genau der richtige Ansatz, bei dem wir eigentlich bundesweit, zumindest in allen Bundesländern, brauchen. Herr Fuchs, bitte sehr. Ja, danke schön. Die Frage richtete sich ja insbesondere dahin, wie wir den Kulturtourismus in den Städten und Gemeinden wieder in Schwung bringen können. Und da ist das zentrale Thema Verlässlichkeit. Wir brauchen eine Verlässlichkeit bei der Öffnung der kulturellen Einrichtungen. Und dazu ist aus unserer Sicht diese nationale Plattform ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator, dass wir nämlich nicht nur unter den Bundesländern, zwischen Bund und Ländern, sondern auch zusammen mit der Branche gucken, dass Öffnungszeiträume und Zeitpunkte so verlässlich sind, dass Veranstalter ihre Veranstaltungen planen können, dass Kulturschaffende wissen, von wo sie das im nächsten Monat, in den nächsten Wochen Auftritte haben und wie sie auch ganz, ganz klar ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Der Kulturbereich ist ja nicht nur die Branche selbst, sondern auch das Handwerk, das zum Beispiel dahinter hängt, im Bereich der Orchester, Geigenbauer und Geschäfte, die Musikgeschäfte und alles, was im Einzelhandel auch dazugehört, das hängt da alles dran. Und das muss man auch mit in den Blick nehmen, wenn wir über Kulturschaffende reden. Wir brauchen des Weiteren, um die Verlässlichkeit abzusichern, auch weiterhin flächendeckend kostenlose Tests, Corona-Tests, um damit sicherzustellen, dass die Menschen halt auch sich sicher und wohlfühlen, wenn sie eine Veranstaltung besuchen. Wir brauchen darüber hinaus halt auch eine Verlässlichkeit für die Veranstalter selber. Ich habe es im Eingangsstatement gesagt, viele kommunale Unternehmen, die diese Veranstaltungshallen, Konzerthallen betreiben, für die waren nicht die Wirtschaftshilfen geöffnet, weil die halt nicht der öffentlichen Hand zugutekommen sollten. Die sind aber Betreiber von diesen Stadthallen, von diesen Konzerthallen. Und da fallen dann Verlässlichkeit, Investitionen weg und da wird auch der ein oder andere Bereich geschlossen, sodass die Perspektive wegfallen und dann natürlich auch der Kulturtourismus darunter leidet. Dankeschön. Und Anja Kalitschek hat das Wort. Ja, herzlichen Dank erstmal an Ihre alle Ausführungen. Ich will mich als erstes mal an den DEHOGA wenden, weil er natürlich gerade eben ein paar plakative Worte gesagt hat, nämlich Planbarkeit, verlässliche Perspektiven, Ertragskraft stärken, Wettbewerbsfähigkeit sichern. Und in diesem Zusammenhang hätte ich eine erste Frage. Und zwar im Wahlkampf haben sich viele Parteien dazu geäußert, wie es weitergehen soll nach dem 31.12. in Bezug auf die ermäßigte Mehrwertsteuer. Sie haben eben Getränke angesprochen. Davon rede ich jetzt gar nicht. Ich rede jetzt erst mal von den Lebensmitteln, also vom Essen. Gibt es da schon Äußerungen, dass Sie schon eine kalkulierbare Grundlage haben, wie es weitergeht, oder sind Sie da dran? Das ist für mich ein spannendes Thema, weil ich glaube, Verlässlichkeit an dieser Stelle würde der Branche sehr, sehr gut tun. Und ein zweites Thema, eine zweite Frage auch an Sie, Herr Zöllig. Sie haben auch die DZT angesprochen und gucken natürlich dann auf Quellmärkte, die vielleicht auch noch Potenzial bieten.
Touristen nach Deutschland zu bringen. Haben Sie da bestimmte Quellmärkte im Blick, wo es sich lohnt, mehr Geld jetzt reinzugeben? Weil die DZT hat ja ein Jahr jetzt mehr Geld gekriegt und da wird sie ja einen Schwerpunkt gebildet haben. Ist das der gleiche Schwerpunkt für die Zukunft oder stellen Sie sich das anders vor? Herr Zöllig, bitte sehr. Vielen herzlichen Dank, Frau Kalitschek. Danke für die Möglichkeit, darauf jetzt zu antworten. Zum einen das Thema Mehrwertsteuer. Reduzierung bei den Speisen im Restaurant. Da ist es ja nach wie vor so, dass das bis Ende des Jahres befristet ist, als eine Maßnahme, wie wir Liquidität in die Betriebe zurückbekommen, wie wir Möglichkeiten schaffen, Investitionen durchzuführen und diese Verluste, die immens waren in den letzten zwei Jahren, in irgendeiner Weise auszugleichen. Es gibt zwar ganz, ja, positive Äußerungen, zum Beispiel vom Kanzler, das war vom heutigen Kanzler auf der Fahrt dorthin sozusagen, als er im Wahlkampf war, hat er uns versprochen, dass diese Mehrwertsteuer wohl nicht wieder angehoben wird. Auch der heutige Bundesfinanzminister hat in einem Statement gesagt, dass er uns dort durchaus verstehen kann und dass er das als wichtig und richtig empfindet, wenn diese Steuer bleibt. Grundsätzlich ist im Koalitionspapier vereinbart, dass es keine Steuererhöhung geben soll. Wenn die Steuer heute 7% ist und man erhöht sie, dann widerspricht man sich an der Stelle dem Koalitionspapier. Insofern, ja, es sind ein paar mutmachende Äußerungen, aber keine klaren Bekenntnisse bis dato, dass man sich dafür vehement einsetzen möge. Und nochmal zu dem Thema Getränke. Auch da ist es so, Mehrwertsteuersenkungen können natürlich nur helfen, wenn Betriebe offen haben, wenn sie Umsätze erwirtschaften können. Und gerade in der getränkegeprägten Gastronomie, Bars, Kneipen, Diskotheken ist es selbst heute noch nicht so, dass wir nur annähernd an die Umsätze kommen, die auskömmlich wären, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine zweite Frage nach der DZT. Ja, da ist es so, dass die Deutsche Zentrale für Tourismus sehr gutes Material hat, in welchem Bereich wir welches Potenzial für Deutschland ansprechen können. Und in erster Linie geht es sicherlich darum, den europäischen Bereich weiter fest im Blick zu haben. Da kommen sehr, sehr große Gästeströme her. Wir sind innerhalb Europas ein sehr beliebtes Reiseland für unsere Gäste aus dem europäischen Ausland. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die großen Potenziale an Menschen zum Beispiel in China oder in Asien sitzen, die wir davon überzeugen müssen, dass sie in der Kulturlandschaft Deutschland mit der Servicequalität, mit der Sicherheit dann hier in unserem Land eben auch hervorragende Besuchsmöglichkeiten haben. Und deshalb müssen wir an der Stelle auch der DZT weiter die Unterstützung geben. Die machen das sehr verantwortungsvoll, sie machen das großartig, denn die letzten Jahre vor der Pandemie haben gezeigt, dass wir in der Lage waren, nach Deutschland jedes Jahr mehr Gäste zu holen. Aus der gesamten Welt. Vielen Dank, Herr Zöllig. Und ich gebe das Wort Stefan Schmidt von den Grünen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, fürs Wort. Ich habe zunächst Fragen an Herrn Kunz vom DTV. Sie fordern in Ihrer schriftlichen Stellungnahme eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen, die Entlastung der Kommunen auch von Altschulden. Herrn Fuchs wird es bestimmt ähnlich wie mich freuen. Mich würde gleichwohl interessieren, inwiefern diese Maßnahmen konkret aus Ihrer Sicht dazu beitragen, den Tourismus dann in Deutschland auch als in den Destinationen zu stärken einerseits. Eine andere Frage, Sie haben die vielfältigen Vorteile, Vorzüge von Tourismus benannt, auch davon gesprochen, dass das mehr untersucht werden muss. Und haben ja auch zu Recht kritisiert in Ihrer Stellungnahme, dass das Thema Tourismuswirtschaft, Tourismuswissenschaft an den Universitäten zurückgebaut wurde. Es gibt, soweit ich es im Kopf habe, nur noch vier Standorte universitär, die Tourismuswissenschaft betreiben. Wie erklären Sie sich diesen Rückgang im Bereich der Forschung zu Tourismus und was kann da aus Ihrer Sicht der Bund dazu tun, um diesen Wiederaufbau dieses wichtigen Forschungsbereichs auch zu unterstützen? Herr Kunz, bitte. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schmidt, für die Fragen. Altschuldenproblematik ist in der Tat ein wichtiges Thema. Ich habe auf das Problem strukturschwache Regionen hingewiesen. Und jetzt stellen Sie sich eine Kommune vor, selbst in dem besten Fördergebiet in Deutschland, in den sogenannten C-Fördergebieten der GAW, da gibt es ja in bestimmten Regionen bis zu 90% Infrastrukturunterstützung. Und die fließt, sagt uns das Bundeswirtschaftsministerium, regelmäßig 13% sozusagen bundesweit in den Jahren im Schnitt fließt immer in die touristische Infrastruktur von der GAW. Und wir erleben das, dass Kommunen diese 10% Eigenanteil, die am Ende noch übrig bleiben, dann nicht stemmen können, weil sie überschuldet sind. Weil sie sagen, ja, die einzelne Investition in den Radweg, in die Touristeninformation, in den Wanderweg, was auch immer, die ist wichtig, die wollen wir machen. Aber wir nehmen jetzt mal die nächsten Jahre in den Blick und außerdem sind wir noch verschuldet und können das nicht leisten. Und da wissen wir eben, dass genau diese Investitionen und Tourismus ist keine Pflichtaufgabe in den Kommunen, sondern eine freiwillige Aufgabe, dann am Ende des Tages hinten runterfallen bei überschuldeten Kommunen. Und wir hören das ja auch überall, insbesondere NRW, wo ja die Altschuldenproblematik auch besonders stark derzeit ist. Da würde natürlich eine Entschuldung, eine schnelle Entschuldung, ein schneller Altschuldenabbau dramatisch dabei helfen, dass beispielsweise eine Schwimmhalle, touristische Infrastruktur und anderes mehr wieder möglich sind und finanzierbar sind. Tourismuswissenschaften, ja, das ist wirklich ein Trauerspiel, was wir da in den letzten Jahren erlebt haben. Mir fehlt ehrlich gesagt, Herr Schmidt, auch ein Stück weit die Erklärung, weil ich habe gesagt, wir haben jeder 9. Erwerbstätige in Deutschland ist im Tourismus. Und wir stehen vor ungeheuren Aufgaben und Herausforderungen, gerade im Innovationsbereich. Und trotzdem, Sie haben die Zahl ja genannt, haben wir insgesamt nur noch 4 Standorte. Und wenn ich die Zahlen mir angucke nochmal, welche Standorte abgebaut worden sind in den letzten Jahren, 2009 Berlin, 2012 Trier, 2013 Paderborn, 2017 Dresden, 2018 Lüneburg und jetzt 2021 mitten in Corona nochmal München, dann ist die Substanz eigentlich de facto weg im Bereich der Tourismusforschung. Und was kann man tun? Es gab im letzten Jahr, das fanden wir sehr beeindruckend, weil der Bund kann natürlich nicht in die universitäre Landschaft der Länder im föderalen System eingreifen, aber er kann die richtigen Anreize setzen. Und wir fanden das schon ganz spannend, dass der damalige Bundesverkehrsminister ein Radverkehrsprofessurenprogramm aufgelegt hat, um Anreize zu schaffen für die Universitäten, genau in diesem Bereich, wo er auch gesagt hat, da fehlen eben Kompetenzen in diesem Bereich genau noch mal zu investieren und Anreize zu setzen, dass die Hochschullandschaft sich an dieser Stelle verstärkt. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Wir werden Abwanderung haben, Professuren, wenn die nicht mehr da sind und Lehrstühle, der akademische Nachwuchs wandert ins Ausland. Es wird schwer, in Deutschland Promotionsmöglichkeiten zu bekommen. Und das ist sozusagen eine Spirale nach unten, die unendlich so weitergehen kann. Und am Ende fehlt uns eben der qualifizierte Nachwuchs, der qualifizierte kreative Nachwuchs genau in diesem Bereich, der die Branche nach vorn bringen kann und die Probleme, die wir jetzt haben, auch helfen kann zu lösen. Vielen Dank, Herr Kunz. Und Herr Monschik hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, fürs Wort und vielen Dank für die fachliche Einführung von Ihnen. Meine Gedanken zum Neustart nach Corona wäre es ohnehin schon schwierig geworden. Jetzt ist die Ukraine-Krise noch dazugekommen. Umso wichtiger ist die Frage, wie der Neustart für den Tourismus in der ganzen Bundesrepublik erfolgreich begleitet werden kann. Für uns Politiker natürlich. Um Ihnen beim Neustart politischen Rückenwind geben zu können, brauchen wir, und das haben Sie uns dargelegt, Ihren Sachverstand. Sie können uns am besten aufzeigen, wie die Tourismuswirtschaft jetzt für genau diesen Neustart, was sie da braucht. Meine erste Frage geht an Herrn Fuchs vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. In Ihrer Stellungnahme zur heutigen Sitzung fordern Sie den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur und eine Modernisierung der Tourismusförderung des Bundes, um den Neustart bestmöglich zu schützen. Die Frage ist folgende: Welche konkreten Maßnahmen sollte der Bund im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und bei der Modernisierung der Tourismusförderung, beispielsweise im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur GAW, ergreifen? Gestatten Sie mir eine Nebenfrage. Sie sagten vorhin, Förderbürokratie, können Sie dazu ein kurzes Beispiel nennen? Dankeschön. Bitte sehr, Herr Fuchs. Ja, herzlichen Dank. Infrastrukturförderung ist wirklich eines der ganz zentralen Themen und da in dem Zusammenhang auch das Thema Bürokratieabbau.
Es gibt viele Förderprogramme in Deutschland, eigentlich viel zu viele, aber nicht so richtig viele richtig gute, die auch einfach zu handeln sind, auch flächendeckend für alle Städte und Gemeinden. Denn es kann nicht davon abhängen, dass es von der Wirtschaft oder von der Verwaltungskraft einer Kommune abhängt, ob die überhaupt die Förderprogramme in Anspruch nehmen können. Es kann nicht davon abhängen, dass es von der Finanzkraft einer Kommune abhängt, dass Förderprogramme in Anspruch genommen werden können. Eben gerade wurde schon gesagt, dass stark verschuldete Kommunen oftmals nicht in der Lage sind, Eigenanteile zu erbringen. Wenn das so ist, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass in künftigen Tourismusförderprogrammen diese Eigenanteile entfallen können, gerade zugunsten der Städte und Gemeinden, die die Eigenanteile nicht aufbringen können. Altschuldenregeln sind das eine. Da kann ich mich natürlich nicht gegen aussprechen. Aber was viel Besseres ist natürlich immer, und das ist ja eigentlich unsere Dauerforderung als Kommunaler Spitzenverband, dass erstmal die Finanzkraft der Kommunen gesteigert wird, damit die Kommunen sich im Grunde selber helfen können, aus der finanziellen Misere herauszukommen und nicht weitere Alimentationen vom Bund oder auch von den Ländern in Anspruch nehmen zu müssen. Zum Thema Verkehr, welche Bereiche sollten da gefördert werden? Da geht es vor allen Dingen erstmal um bessere Verkehrsanschlüsse, also nicht nur im Bereich der Straßen und Autobahnen, sondern auch vor allen Dingen im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass das Bahnhofsprogramm modernisiert werden soll. Dazu muss man auch wissen, dass das Bahnhofsprogramm einigermaßen kompliziert ist. Das existiert im Moment in der Form von 4 Teilprogrammen. Warum fasst man die nicht so zusammen, dass das viel einfacher handelbar ist für die Städte und Gemeinden? Da gibt es ein Handwerkerprogramm, da gibt es ein Programm für Außenflächen im Bahnhofsbereich und so weiter und so fort. Warum macht man das nicht so, dass das Programm so in Anspruch genommen werden kann, je nach Bedarf, den ich vor Ort habe, dass ich erstmal den Bahnhof möglicherweise modernisiere, dass ich auch verkehrsübergreifend planen kann, also dass ich sozusagen am Bahnhof auch gleich Radverkehrsabstellanlagen bauen kann, dass ich das mit der E-Mobilität verknüpfe, je nach dem Bedarf, den ich vor Ort habe. Damit wäre den Städten und Gemeinden sehr geholfen und im Übrigen auch der Deutschen Bahn, denn die würde damit auch gestärkt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und somit kommen wir zur zweiten Fragerunde. Und es hat sich gemeldet Reinhard Hanke. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich hätte da mal gleich eine Frage an den Herrn Günther. Sie sind in Ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass der Dialog zwischen Politik und Branchen besser werden muss zum Neustart. Welche Erwartungen haben Sie denn nun konkret, damit an die geplante Plattform der Zukunft und Tourismus angeknüpft werden kann? Bitte sehr. Zweite Frage. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben es, die geht dann an Norbert Fiebig. Wir haben es nun ja nicht mehr nur mit der Pandemie zu tun. Jetzt ist auch noch der Krieg der Ukraine den haben wir einfach. Welche Möglichkeiten haben solche Reiseunternehmen, auf andere Zielgebiete oder Quellmärkte umzustellen? Und wie lange werden sie aus Ihrer Sicht dafür brauchen? So, dann die erste Frage ging an Herrn Günther, ne? Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Hanke. Ich fand, ein ganz gutes Beispiel war eigentlich der Dialog, der im Rahmen der nationalen Tourismusstrategie stattgefunden hat. Dort gab es hier mehrere, ich glaube, es waren 6 Treffen an verschiedenen Standorten überall in Deutschland. Das Interessante dabei war, dass diese Dialogformen sehr umfassend geführt wurden. Es waren eben Vertreter des Bundes anwesend, es waren Vertreter der Länder anwesend, die Mitarbeiter aus den entsprechenden Referaten, die für Tourismus zuständig sind in den Ministerien. Aber es war die Branche auch in seiner kompletten Fülle anwesend. Es ist nicht so, dass nur wenige große Verbände da anwesend waren, eben auch Nischenverbände. Ich komme selbst ja aus dem Nischenthema, aber wer außer uns kennt sich denn genau mit dem Thema Camping- und Wohnmobilstellplätze aus? Auch diese Themen müssen natürlich gehört werden, weil wir Tourismus, wir haben es ja schon gehört, Herr Kunz hat es mehrfach betont, ist eben sehr vielfältig. Und ich denke, das war ein guter Aufschlag. Man muss sich sicherlich nicht in diesem Umfang jedes Jahr treffen, aber eben eine Plattform aufzubauen, wo alle beteiligten Akteure mindestens einmal im Jahr an den Tisch kommen und bestimmte Themen dann eben auch in Unterarbeitsgruppen eben sozusagen gemeinsam bearbeiten. Ich glaube, das wäre ein ganz guter, gangbarer Weg. Und Herr Fiebig hat das Wort. Herr Fiebig. Vielen Dank für die Frage. Die Frage war, wie können Osteuropa-Spezialisten ihr Programm derart diversifizieren,
dass die Abhängigkeit hier nachlässt. Also viele Unternehmen sind sicherlich schon entsprechend aufgestellt, dass sie auch teilweise mit anderen Zielgebieten kompensieren können. Aber es gibt auch die reinen Spezialisten, den reinen Russland-Veranstalter zum Beispiel, der natürlich nicht innerhalb kürzester Zeit sein Produktportfolio umstellen kann. Das dauert sicherlich 1-2 Jahre. Das ist das eine, um die Programme entsprechend zu entwickeln. Das andere ist, ich muss ja dann auch die Kundenakzeptanz finden. Ich muss eine andere Klientel ansprechen. Also das ist nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir beispielsweise über einen Russland-Veranstalter sprechen, dann ist er aktuell ja neben der Tatsache, dass er keine zusätzliche Buchung mehr bekommt und seine alten Buchungen stornieren muss, auch damit konfrontiert, dass beispielsweise geleistete Anzahlungen, die er den russischen Partnern schon geleistet hat und leisten musste, gar nicht mehr zurückkriegen kann, selbst wenn der russische Partner das wollte. Durch das Abschalten von SWIFT gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr. Wir haben also hier in diesem Bereich der Spezialisten in Osteuropa und jetzt in dem Beispiel in Russland eine große Herausforderung, wo ich glaube, wo man über geeignete Maßnahmen, spezifische Maßnahmen für solche Fälle auch eine Lösung finden müssen. Von heute auf morgen lassen sich solche Programme bei den Veranstaltern nicht umstellen. Das bedarf etwas Zeit und das löst nicht das kurzfristige, sehr brennende Problem dieser Veranstalter. Vielen Dank, Herr Fiebig. Und Anja Karliczek hat das Wort. Ja, zum einen würde mich noch mal von Herrn Günther interessieren, das Thema ländliche Räume und Stellplätze für Wohnmobile. Weil das ist ja, das eine sind ja die Campingplätze, auf denen man quasi Langzeiturlaub macht. Aber es gibt ja zunehmend auch Wohnmobile und vielleicht auch gerade im ländlichen Raum auch den Bedarf zur Diversifizierung, ob Sie dazu etwas sagen können. Und das Zweite, die zweite Frage geht an Frau Strohkirch. Sie haben eben über die Spritpreise gesprochen. Können Sie uns mal das ein bisschen fassbarer machen, was diese Explosion an Spritpreisen für Sie ausmacht? Vielleicht indem Sie uns sagen, wie, was ich sag mal prozentual in so einer Reise, in so einer Busreise am Ende an Kosten steckt für den Sprit und inwieweit Sie davon ausgehen, dass das überhaupt im Markt, wenn das länger gehen würde, überhaupt aufnahmefähig wäre? Oder was glauben Sie, wie geht am Ende auch, ich sag mal, die Nachfrage zurück, wenn Sie plötzlich 50% oder mehr teurer werden oder vielleicht auch mehr? Ich habe ja keine Ahnung davon. Herr Günther, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Karliczek. Diese Wohnmobilstellplätze sind ja ein Trend, der so vor 20 Jahren ungefähr seinen Lauf genommen hat und sich in den letzten 10 Jahren sehr, ja, fast explosionsartig erhöht hat, die Zahl der Wohnmobilstellplätze. Das ist einfach dem getragen, dass die Zahl der zugelassenen Wohnmobile in genau diesem Zeitraum sich vervierfacht hat in den letzten 10 Jahren. Also es werden jetzt ungefähr 80.000 Wohnmobile jedes Jahr in Deutschland neu zugelassen. Die Wohnmobilfahrer unterscheiden sich ja oft dadurch, dass sie eben ja sehr flexibel sein wollen, von Ort zu Ort reisen wollen, während der Wohnwagenfahrer in der Regel eher an einem Ort verbleibt. Und wenn er die Region erkundet, nutzt er eben sein Zugfahrzeug. Das Problem mit den Wohnmobilstellplätzen ist sicherlich ein baurechtliches Problem. Wenn wir bei der Baunutzungsverordnung § 10 sind, sind eigentlich Campingplätze nur in Sondergebieten der Erholung zu errichten. Und die Wohnmobilplätze würden eigentlich genau genommen unter diese Regelung fallen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eben Sondergenehmigungen auf lokaler Ebene. Aber wir denken auch, dass es hier gut wäre, eben in der Baunutzungsverordnung entsprechend nochmal nachzuregeln. Gerade die ältere Gesetzesprechung kennt oft auch Wohnmobile nicht. Wohnmobile werden in der Rechtsprechung als Wohnwagen bezeichnet. Auch das ist sicherlich nicht ganz sachgerecht. Und wir müssen natürlich eben auch zum Beispiel mit Blick aufs Melderecht, müssen wir dort stärker auf die Digitalisierung setzen, weil gerade Wohnmobilstellplätze, wenn die dann sehr klein sind, da ist einfach schlichtweg gar kein Angestellter vor Ort oder selten vor Ort, um überhaupt dem Meldewesen nachzukommen. Auch hier müssen wir eben auf Automatenlösungen oder vielleicht Apps setzen. Frau Strohkirch. Vielen Dank für die Frage, Frau Karliczek.
Inwiefern der Spritpreis einen Anteil in der Kalkulation von einem Reisebus oder von einer Pauschalreise mit dem Reisebus hat, ist sehr unterschiedlich. Das macht jedes Unternehmen, handhabt das ein wenig anders durch unterschiedliche Arten von Mischkalkulationen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, allein der Vorlauf für die Produktion einer solchen Busreise braucht ungefähr 5 Monate mit Katalogproduktion, Bewerbung und allem drum und dran, Einkauf der Einzelleistungen. Das bedeutet, dass so oder so eine kurzfristige Steuerung über eine Erhöhung des Reisepreises kaum möglich ist, vor allem weil das Pauschalreiserecht gar nicht mehr als 8% überhaupt zulässt bei einseitiger Erhöhung des Reisepreises beim Kunden. Und 8% ist keine Relation zu dem Dieselpreis. Was ich auch dazu sagen muss, ist, dass wir, selbst wenn die Unternehmen jetzt für die nächste Katalogproduktion ihre Preise um 50-60% anheben, wir sprechen beim Reisebus immer noch von einer sehr preissensiblen Klientel. Und wir werden davon ausgehen, dass die Buchungen dann zurückgehen würden. Weil das Verständnis ist einfach bei den Kunden derzeit wird immer geringer. Die müssen sich das so vorstellen. Die Reisekunden hatten jetzt nach 2 Jahren Pandemie andauernd Anrufe. Es haben sich die Einreisebedingungen im Zielgebiet geändert. Sie müssen jetzt doch wieder eine Maske tragen. Sie brauchen jetzt wieder 2G. Nein, sie brauchen 3G. Es gab sehr viele Anrufe von Veränderungen für die geplante Reise, auf die sich die Kunden freuen. Und wenn man jetzt wieder mit der Preissteigerung kommt, natürlich bekommt man es erklärt. Aber inwiefern der Kunde da überhaupt noch bereit ist, das Ganze mitzutragen, wage ich zu bezweifeln. Wir haben auch in der letzten Woche tatsächlich eine aktuelle Umfrage geschaltet bei unseren Mitgliedern. Und es zeigt sich, dass über 81% der Unternehmen jetzt schon sagen, dass sie aufgrund des Dieselpreises keine Gewinnmarge mehr einfahren und sogar existenziell bedrohliche Verluste einfahren, weil sie derzeit noch ihre Reisen stattfinden lassen für die Leute, die mitfahren möchten, nur um dieses Gefühl weiterhin zu transportieren. Danke. Als Nächster hat Lena Werner das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch für die Ausführungen und die Fragen, die Sie schon beantwortet haben. Meine erste Frage richtete sich an Herrn Zöllig, und zwar, wir wollen ja keine zusätzlichen bürokratischen Lasten schaffen, sondern wir haben uns mit der Ampel ja vorgenommen, zu entlasten. Und es ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eben einen digitalen Meldeschein einführen. Es gab dazu ja auch schon verschiedene Pilotprojekte. Können Sie vielleicht noch mal auf die Auswirkungen oder die entsprechenden Entlastungen, die ein digitaler Meldeschein mit sich bringen würde, eingehen und auch darauf, worauf wir bei einer Einführung achten müssen, dass eben alle Betriebe mitgenommen werden, große wie kleine? Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Fuchs. Sie haben ja eben auch noch mal beschrieben, dass viele Gemeinden eben überlastet sind mit den Zuströmen, die jetzt auch gerade noch mal in der Pandemie gekommen sind. Wir haben das auch in meiner Heimat sehr stark gemerkt. Gerade in der Vulkaneifel sind die Maare zum Beispiel überlaufen. Und da haben wir neben der Belastung der Gemeinden und auch dann noch mal der Geduld sozusagen der Menschen vor Ort auch die Belastung der Natur, die darunter natürlich auch sehr, sehr stark leidet. Genau. Können Sie da vielleicht dann auch noch mal sagen, welche gezielten Maßnahmen wir treffen können, um eben Besucherlenkung zu ermöglichen? Und dann auch gerade noch mal mit dem Blick darauf, dass wir eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen herstellen können und ebenso auch eine bessere Zusammenarbeit gewährleisten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zöllig, bitte sehr. Dankeschön, Frau Werner. Das Thema digitaler Meldeschein ist in erster Linie eine Form, wie wir es für den Gast bequemer machen können, wie er schneller bei uns den Check-in-Prozess macht und wie wir unsere Mitarbeiter zeitlich entlasten können. Insofern ist es dann über diese Zeitersparnis auch eine wirtschaftliche, finanzielle Entlastung. Die genaue Größenordnung kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das hängt natürlich immer von der Größe des jeweiligen Unternehmens ab, wie viel man da tatsächlich einspart. Die digitale Anmeldung ist ja nur ein Teilprozess des gesamten Check-ins bzw. der Rechnungslegung, die dann da hinten mit dranhängt. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass Systeme miteinander kombiniert und gekoppelt werden. Denn der reine digitale Meldeschein ist zum Beispiel in den touristischen Gebieten immer noch wieder zu knüpfen an die vor Ort mögliche Kurtax-Anmeldung. Und da hapert es in der Praxis leider noch, das kann ich aus eigenem Erleben hier im Ostseebad Warnemünde berichten, dass wir einen digitalen Meldeschein noch lange nicht in der kommunalen Software dann mit einspeisen können, dass dort Schnittstellen fehlen. Und genau das, glaube ich, ist die Aufgabe jetzt für die nächsten Wochen und Monate,
dass wir solche Dinge miteinander kombinieren, um tatsächlich eine Entlastung für den jeweiligen Betrieb zu erzielen. Und Herr Fuchs hat das Wort. Ja, danke schön. Stichwort Besucherstromlenkung. Da müssen wir ziemlich viel investieren. Sie haben es gesagt, in die Digitalisierung und in die digitale Besucherstromlenkung, dass die Leute halt über ihre Smartphones, mit denen sie unterwegs sind, ganz genau wissen, so wie wir das ja auch beispielsweise von der Bahn-App schon erkennen, inwiefern sind Verkehrsträger, Verkehrswege ausgelastet und inwiefern gibt es dann möglicherweise auch Alternativrouten, Alternativwege, die wir nehmen können. Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema, Besucherstromlenkung, was wieder Investitionen in den Gemeinden erfordert. Und da meinen wir, dass das im Koalitionsvertrag ja, festgelegte Modernisierungsprogramm eben gerade diese Digitalisierungsinvestitionen fördern sollte. Beim Thema Overtourism bzw. Vereinbarkeit von Natur und Tourismus, wir haben das nicht nur in Vulkaneifel gehabt, das Phänomen, sondern auch gerade letztes Jahr bei der Eröffnung in den Alpenregionen, dass die Leute wirklich in Massen in Naturgebiete, teilweise in Naturreservate, in Naturschutzgebiete geströmt sind, ohne Rücksichtnahme auf Fauna, Flora, Habitat, auf die Tiere, die dort leben. Das ist eine kommunikative Herausforderung und das gehört meiner Ansicht nach auch in eine gemeinsame Plattform, wo auch Bund, Länder und Tourismusakteure versammelt sind, dass zum Beispiel so etwas wie eine Informations- und Kommunikationskampagne gefahren wird, gegenüber den Bürgern, gegenüber den Leuten, die in Urlaub fahren sollen, dass sie Rücksicht nehmen müssen auf die Natur, wenn sie sich touristisch in Deutschland bewegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Stefan Schmidt hat das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Herrn Günther vom Bundesverband der Campingwirtschaft. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf verwiesen, dass die Übernachtungszahlen im ersten Pandemiejahr, also 2020, 2,2 Millionen höher waren als im zweiten Pandemiejahr, wo es nur noch 1,6 Millionen Übernachtungen waren, obwohl es da ja im zweiten Jahr schon entsprechende Impfmöglichkeiten, Testmöglichkeiten auch vor Ort gab. Können Sie diesen Rückgang erklären von 20 auf 21 und welche Erwartungen haben Sie da für das laufende Jahr? Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Fuchs vom Städte- und Gemeindebund. Sie haben ja unter anderem das Thema Arbeitskräftemangel angesprochen, gefordert, dass Langzeitarbeitslose qualifiziert werden müssen, Ältere aktiviert werden müssen und so weiter. Meine Frage, geht es auch aus Ihrer Sicht um, ja, ich sag mal, die Rahmenbedingungen fürs Arbeiten in der Tourismusbranche, wie Bezahlung, wie Arbeitszeiten, wie Aufstiegschancen? Vielleicht als kleiner Einblick von mir noch, den ich bekommen habe vergangene Woche vor Ort bei meiner regionalen Bundesagentur, die mal untersucht hat, wie aus dem Gastgewerbe, aus dem Lebensmittel- und Gastgewerbe Menschen, die arbeitslos wurden während der Pandemie, wieder zurückgekommen sind in die entsprechende Branche Lebensmittel und Gastgewerbe. Und entgegen der sonstigen Trends, wie man es bei medizinischen Berufen, bei verarbeitenden Berufen hatte, waren nur 50% der Menschen, die wirklich wieder zurück sind in die Branche. Ist es nicht auch ein notwendiger Anteil, dass quasi auch aus der Branche heraus ein Stück weit Verbesserungen kommen, um die Kräfte in der Branche halten zu können? Herr Günther und dann Herr Fuchs. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Schmidt. Nur kurz zur Klarstellung. Die 2,2 Millionen Übernachtungen in 2020 und die 1,6 Millionen Übernachtungen in 2021 sind nur die Übernachtungen der ausländischen Gäste. Also nicht gesamter Campingmarkt. Das hat uns natürlich überrascht, weil wir in den anderen europäischen Campingdestinationen gesehen haben, dass die Ausländer im zweiten Jahr wieder zurückkamen. Auch die deutschen Camper, der deutsche Camper ist in Europa die wichtigste Zielgruppe vieler Urlaubsländer. Auch die sind wieder zurückgekommen. Schönes Beispiel Kroatien. Die sind im ersten Pandemiejahr ca. 50% eingebrochen, haben kaum Binnennachfrage, historisch, weil es ein kleines Land. Und sind im zweiten Jahr eigentlich wieder auf das Niveau wieder zurück. Und in Deutschland sind die ausländischen Gäste im ersten Jahr wie überall weggeblieben und sind im zweiten Jahr sogar noch
mehr weggeblieben. Das war für uns natürlich eine Überraschung. Und wir führen das eindeutig zurück auf die doch sehr restriktiven Regeln, die wir hier im heimischen Markt hatten und vor allen Dingen die große Undurchsichtigkeit. Also wenn wir gerade ausländische Gäste in Blick nehmen, die durch Deutschland mit dem Wohnmobil zum Beispiel oder mit dem Wohnwagen eine Tour machen und dann in jedem Bundesland eine andere Regel wiederfinden, das ist denen schwer zu vermitteln. Das ist denen in der Kommunikation im Vorfeld der Reise auch schwer näher zu bringen. Das ist ja schon für die Deutschen ein Riesennachteil. Also das ist eigentlich der große Punkt. Deshalb sind wir auch der Meinung, es bedarf eben einer optimalen Kommunikationskampagne. Und das ist auch der Grund, warum wir dafür plädieren, die Mittel der DZT aufzustocken. Ja, danke schön. Danke für die Frage. Wie kann man die Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind allerdings natürlich die Ausgangsbedingungen ganz unterschiedlich, je nach von der Wirtschafts- und Finanzkraft der jeweiligen Betriebe. Es gibt viele Gemeinden, die schaffen es, die Leute ganzjährig zu beschäftigen und die nicht entlassen zu müssen, sondern sozusagen ganzjährig gute Arbeitsbedingungen den Leuten halt zu bieten. Das klappt aber nicht überall. Was wir da brauchen, ist vor allen Dingen Flexibilisierung, auch bei der Arbeitnehmerüberlassung zwischen den Gebietskörperschaften, also zwischen den Kommunen und meinetwegen auch zwischen Kommunen und Ländern. Das ist so ein Ansatz. Ein weiterer Ansatz ist natürlich der Mindestlohn, den auch anzuheben und da zu einer Verbesserung zu kommen, ist ja auch vorgesehen im Koalitionsvertrag, können wir an der Stelle nur unterstützen. Wobei wir alle auch wissen, dass man auch bei den Arbeitnehmern eine Lohndifferenzierung im Tourismus hat und auch weiter haben muss, nicht nur wegen der Qualifikation der Menschen, sondern auch, weil die Arbeit, viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wir haben von den notleidenden Branchen das gehört, nicht so viel bezahlen können wie möglicherweise andere. In dem Zusammenhang ist die Unterbringung ein ganz wichtiges Thema auch. Es geht ja nicht nur um die eigentliche Bezahlung, sondern es geht auch um die Lebensbedingungen, um die Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es geht, weil wir ja viel auch schon über die Ukraine-Krise gesprochen haben, auch um erleichterte Bedingungen für die Arbeitsaufnahme von geflüchteten Menschen. Wir haben aus einzelnen Bereichen der Arbeitsagenturen gehört, dass in großen Städten zum Teil nur ein Anlaufpunkt für diese Menschen besteht, mit Terminvorlauf von einem Monat und mehr, wo die erstmal dahin gehen können und sagen können, wir sind arbeitssuchend, obwohl die dringend benötigt werden in den touristischen Gebieten. Das heißt, wir plädieren hier ganz stark dafür, an der Stelle mit sowas wie vorläufigen Arbeitserlaubnissen zu arbeiten, damit die Leute erstmal dort, wo sie gebraucht werden, auch die Arbeit aufnehmen können. Und ich sage mal, jetzt flapsig den ganzen Papierkram, den kann man dann später halt klären. Ich glaube, damit wäre nicht nur im Tourismusbereich, sondern auch den geflüchteten Menschen sehr geholfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Fragesteller ist Herr Monschek. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Herrn Zöllisch von der DEHOGA. Ich habe aus dem sächsischen DEHOGA-Bereich Stimmen gehört, dass das Gastgewerbe bereit ist, Geflüchteten aus der Ukraine Unterkunft zu gewähren. Deshalb meine Frage an Sie. Welche Unterstützungsmaßnahmen des Bundes können Sie sich vorstellen, um gerade auf dem Land und in strukturschwachen Regionen eine temporäre Unterbringung von Frauen und Kindern aus der Ukraine in Pensionen oder kleineren Hotels zu ermöglichen? Meine zweite Frage würde ich gerne an nochmal Herrn Zöllisch oder Frau Strohkirsch stellen, und zwar zu den Energiekosten. Welche Maßnahmen erhoffen Sie sich von uns bzw. von der Bundesregierung, um eine sichere und finanzierbare Energieversorgung für kleinere und mittelständische Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf, was Sie vorhin schon ausgeführt haben, zu gewährleisten? Dankeschön. Vielen Dank. Herr Zöllisch, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Zum ersten Thema der Unterbringung Geflüchteter. Es ist so, dass wir über unsere Landesverbände in den Bundesländern generell entsprechende Börsen sozusagen geschaffen haben, wo wir sammeln, wie viele Unterkünfte können wir zur Verfügung stellen, welche Zimmer können wir zur Verfügung stellen. Und dann geht es in erster Linie darum, wie werden diese Informationen weitergegeben, wie erlangen wir Kenntnis davon, wen wir in welcher Form unterbringen können, sind ein Kind dabei, zwei Kinder dabei, wie alt sind die und solche Dinge. Das ist wichtig, um dann entsprechend auch in den Einrichtungen Vorkehrungen zu treffen. Grundsätzlich ist die Hilfe sehr, sehr groß und die Möglichkeit bei uns in den Betrieben natürlich auch durchaus gegeben. Es gibt unterschiedliche
Formen, wie die Gemeinden damit umgehen, welche Entlohnung es dafür gibt, welche Bezahlung für die Zimmer dann zur Verfügung steht, für die Versorgung. Grundsätzlich ist aber da wirklich eine Frage der Kommunikation in erster Linie, wie wir noch besser werden und zielgerichteter werden können. Das Zweite, was Sie kurz ansprachen, ist das Thema der Energiekosten, der Steigerung der Energiekosten. Hier ist uns vor allen Dingen wichtig, dass wir als Branche die Zuversicht und auch die Zusage haben, dass wir in unseren Betrieben nicht wieder als nicht systemrelevant eingeführt werden, weil das ist gerade aktuell die Situation, dass wir vielerorts Anrufe von den Energieversorgern haben, wo es heißt, wie viel verbraucht ihr denn, wie schnell könnt ihr das reduzieren, wenn nicht genug Gas insgesamt da ist. Und viele meiner Kollegen machen sich Sorgen, dass wir dann wieder die Ersten sein werden, die in irgendeiner Form ihr Geschäft abschalten müssen. Das müssen wir zwingend vermeiden und da müssen wir Zukunftssicherheit und Planungssicherheit geben. Vielen Dank. Frau Strohkirch, bitte. Vielen Dank für die Frage. Derzeit ist es so, dass wir in Deutschland den den Rabatt des Energiesteuersatzes von 14 Cent pro Liter haben. Es wäre auf jeden Fall notwendig, dass dieser Rabatt erhöht wird und vor allen Dingen auch für die Reisebusse entfristet wird. Dem steht aber die Energiesteuerrichtlinie der EU im Wege. Deutschland darf derzeit den ÖPNV-Unternehmen in Deutschland einen Tankrabatt von 5 Cent pro Liter gewähren. Und das aber auch nur, weil es für diese Regelung einen Bestandsschutz gibt. Die Bundesregierung müsste jetzt sich dafür einsetzen, dass dieser Bestandsschutz ausgeweitet wird, dass er auch für die Reise- und Fernbuslinienverkehre gilt und vor allen Dingen erhöht bis auf 40 Cent pro Liter und entfristet wird. Eine weitere Sache, die auch noch zu Trage kommt, ist die CO2-Steuer. Derzeit ist es so, der derzeitigen Regelung ist es so, dass die klimaschädlichen Kraftstoffe werden stärker besteuert und klimafreundlichere Kraftstoffe oder Alternativen werden gefördert. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass der Pkw, der derzeit sehr schnell zu elektrifizieren ist, immer weiter gefördert wird und immer attraktiver wird, was ja auch absolut erstmal im ersten Schritt zu begrüßen ist. Der Reisebus aber, weil er derzeit noch alternativlos ist, weil es einfach noch nicht die passenden Fahrzeuge am Markt gibt, immer weiter besteuert wird und immer höher besteuert wird. Deswegen muss der CO2-Preis eindeutig auch gesenkt werden für den Reisebus. Vielen Dank, Frau Strohkirch. Vielen Dank, liebe Sachverständige. Wir sind am Ende unserer öffentlichen Anhörung angelangt. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Kommen, für den regen Austausch, für die vielen Informationen, die Sie uns heute einmal mehr mit auf den Weg gegeben haben. Ich würde Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, kurz den Raum zu verlassen, weil wir unsere Sitzung im geschlossenen Rahmen dann weiter fortführen wollen und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank. Das ist ja kurz zu unterbrechen, tatsächlich.